So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Show Need for Speed World. Ja, heute geht es um die Schatzjagd. Ihr werdet mich heute dabei begleiten, wie ich die Schatzjagd durchführe mit meinem Dodge Challenger, den man gerade schon gesehen hat. Ich bin jetzt... eigentlich habe ich auch noch drei andere Autos, nämlich falls den Dodge Challenger, weil der... ja, wie soll man das sagen? Es gibt bei Need for Speed World Skills, wie zum Beispiel ein Zusatzgeld bei Schatzjagd und sowas. Und so ein Skill habe ich halt bei den Challenger drauf gemacht. Und zwar ein 2-Sterne-Skill, damit kriegt man, glaube ich, $1000 mehr, meine ich. Und deswegen fahre ich bei Schatzjagden immer nur den Challenger. Sonst habe ich eigentlich noch ein Audi S5, ein Nissan Silvia. Was war das noch? Ja, und solche Schergen halt. Wen es vielleicht wundert, dass hier so ein bisschen ruckelt, das liegt daran, ich nehme nur mit 30 FPS, also 30 Bilder in einer Sekunde auf. Damit wird nämlich die Videodatei kleiner. Und da habe ich so ein paar, Vorteile bei. Weil erstens, es dauert nicht so... Hallo. Ich rede gleich weiter. Wartet mal kurz. So, ich habe jetzt einfach mal den Ladescreen übersprungen mit einer Aufnahmepause, weil sonst die 10 Minuten von der Bandicam rum sind und das Spiel gerne mal abstürzt. So, halt, da hinten war ein Diamant. Also, ich nehme nur noch mit 30 FPS auf. Weil das Video braucht dadurch erstens weniger Speicher und das zweite ist, das Video wird dadurch ein bisschen kompakter. Also die Tonaufnahme bleibt dieselbe, nur die Bildaufnahme nicht. Das heißt, das Video oder das Spiel läuft ein bisschen ruckeliger, als es eigentlich sollte. Und da es jetzt gerade sowieso nur mit 20 FPS läuft, glaube ich sogar, dass es reichen würde, wenn ich... Hör auf zu ruckeln! Mein Gott! Ich glaube, es wird dann auch reichen, wenn ich die Bandicam... So. Ich glaube, es wird dann auch reichen, wenn ich die Bandicam auf 20 FPS stelle. Zumindest bei Need for Speed World. So. Also ist jetzt erstmal das erste Let's Show zu Need for Speed World und ich fahre schon wieder wie eine besenkte Sau. Was bei mir auch normal ist. So, einen Diamanten haben wir, 15 müssen wir finden. Hilfe. Ach geil, an derselben Stelle waren die Diamanten das letzte Mal auch. Also, rechts, driften. Links, driften. Diamant einkassieren. Driften, geradeaus fahren. Auf der anderen Seite rein. Links driften. 360 Grad und weg. So. So lief das beim gestern auch schon. Ups. Ups, da bin ich auf falschen Taste gekommen. Vielleicht werden ein paar Leute dieses Design von meinem Challenger erkennen. Ich habe nämlich den Dodge Challenger aus Driver San Francisco nachgebaut, weil ich finde einfach das Design so geil. Und deswegen kann ich das mal kurz zeigen. Bam, voll gegen eine Wand, ja. Kann man hier auch gut sehen, ich habe den vom Design her genauso nachgebaut. So, jetzt war genug Gefasel, jetzt wird weiter Diamanten gesucht. Denn ich muss mich hier ein bisschen sputen wegen der scheiß Aufnahme. Wenn die nämlich abbricht, dann schmiert mir das Spiel ab. Also ich muss irgendwie, ja... sehen, dass die Taskbar das mal im Hintergrund hält, wenn die Aufnahme Ende ist. Ja, das war doch gerade ein geiler Ruckler. Das lag jetzt allerdings nicht an der Aufnahme, das lag an Need for Speed World selber, weil das ist ein Online-Spiel und läuft über Server. Sobald sich da mal von irgendeinem Typen das Internet abschmiert,
egal was für einen, ruckelst dann gleich bei allen Spielern. Also das hat Origin ein bisschen... Heiliges Kanonenrohr. Das hat Origin ein bisschen scheiße geregelt. Dass dann gleich bei allen ruckelt. Alter, ich will doch nur den scheiß Diamanten. Ich weiß, ich fahre gerade wie bekifft. Habe ich mir schon oft sagen lassen. So, ich glaube, da fahren wir mal kurz den Highway ab. Achso, das ist mein Mauszeiger, ich dachte schon. Hä? Was ist das? Leck mich am Arsch. Also vielleicht muss ich das Video zusammenschneiden. Aber auch nur vielleicht. Alter, bin ich schon wieder falsch. Oh Mann, ihr könnt mich sowas von... Ich habe heute echt nur noch Pech. Also irgendwie können mich heute alle kreuzweise. Erst beim... Übrigens... So. Wer sich jetzt wundert, wieso ich heute ein Video reinstelle, das liegt daran, ich habe Praktikum und momentan nichts zu tun. Und deswegen habe ich mir gedacht, Freitagabend, was willst du großartig machen? Nimm's mal ein Video auf. Bam. Scheiße, da hinten ist auch noch ein Diamant. Och, komm. Challenger, nicht übertreiben. Heilige Mutter Gottes. Wie fahren die eigentlich heute alle? Also die Leute, die hier mit getunten Autos rumfahren, die so gelbe Pfeile auf der Karte haben, das sind keine NPCs, das sind alles echte Leute, die irgendwo am PC sitzen und fahren. Und so viel zum Thema Football is out. Ja. Ich wollte auch nur einmal kurz rüber. Danke, weil ich die Rampe da hinten mitnehmen muss. Surfing. Was hat denn der? Oh geil. Ne, der hat ein Camaro. Entschuldigung, für alle Autokenner, Camaro ist auch klar. Heute kann mich echt alles dreifach. Wisst ihr was, ich mache nochmal ganz kurz eine Aufnahmepause. So, ich bin wieder da rausgekommen und werde jetzt nur mal sagen, ich glaube, das werden wohl oder übel heute zwei Folgen, denn ich habe gerade mal 10 Diamanten. Oder waren es sogar nur 9? Scheiße. Puh. Wow, scheiß Chrysler. Wow, scheiß BMW. Ich weiß, das wird total übertrieben. Mal gucken, vielleicht mache ich auch noch zu Need for Speed World ein Let's Play. Ich muss mit. Ja. Oh Gott, ey, ich fahre heute wie bekifft. Ja, was wollte ich jetzt? Let's Play zu Need for Speed World irgendwann mal. Oh, ich muss noch mal Chatfenster zumachen. Erstmal muss ich das auf Deutsch umstellen. Bam und Bang. Mein Gott, ey. Warum die Bart sich ja noch besser früher Schritte hat. Übrigens, wer jetzt aus Bayern kommt und denkt, ich beleidige die. Nein, auch wenn ich aus Niedersachsen komme. Ne, ihr Bozis, ich mag euch ja alle gerne. Ich bin ein FC Bayern-Fan. Halt! Kamil! Was war das denn für eine Ruckelattacke? Tja, mit 30 FPS aufnehmen, ne? Klappt ja super. Wer sich über meine Fahrweise wundert, ja, ich gucke gerne nur noch 60 Sekunden. Scheiße, mein Fuß. Ach ja, und nur für Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, ich habe einen schiefen Fuß und der tut sehr oft sehr gerne weh. Also wundert euch nicht, wenn ich während der Aufnahme irgendwann mal anfange zu schreien. Egal bei welchem Video, bei irgendeins. Dann irgendwann mal so, ah, mach.
Das liegt dann.